Yo, Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier der Oli für euch am Start und zwar mit dem neuen Teil von Warcraft 3 Reign of Chaos Kampagne. Mein 24-Stunden-Stream dauert immer noch an. Ich habe die letzten Stunden jetzt gerade angebrochen und bin froh, wenn ich da heier bin. Werde aber vorher noch mit euch ein wenig mehr von der Fortsetzung von den nun bösen Arthas, Prinzen Arthas, erfahren. Ich dachte, die Untotenkampagne kommt erst später. Nein, sie folgt tatsächlich unmittelbar danach. Das heißt, wir werden sofort erfahren, wie es weitergeht mit lieben Arthas. Kapitel 1: Der Marsch durch die Asche. Die vom Lichtkönig ausgehende Seuche des Untodes hat sich in der ganzen Hauptstadt und bis zu den Grenzen Lordaerons ausgebreitet. Die durch den Verlust ihres geliebten Königs geschockten und entmutigten Streitkräfte von Lordaeron wurden von den raubigen, untoten Kriegern in alle Winde zerstreut. Nun ist es Lordaeron nur noch ein Schatten seiner einstigen Größe und Prinz Arthas wird immer noch vermisst. Was ist das für ein Trick? Mal'Ganis, ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tichondrius. Ich bin ein Schreckenslord wie Mal'Ganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichtkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Ja. In seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, den ich liebte. Und empfinde dennoch keine Reue, keine Scham, kein Mitleid. Die Runenklinge, die ihr tragt, wurde vom Lichtkönig geschmiedet und vermag Seelen zu stehlen. Eure hatte sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen? Was ist des Lichtkönigs Begehr? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. Na dann. Wir sind nun das Werkzeug des Bösen, die Werkzeug des dunklen Lords, der Lichtkönig. Der Lichtkönig Ner'zhul. Gut, Akolyten retten, 20 Akolyten retten, aber das muss überleben. Alles klar, wir haben zur Vorsicht! Hilfe. Und das ist übrigens ein anderer Schreckenslord namens Tichondrius. Aber auch ein Dämon. Was ist Gut, es diese einfachen diesmal? Angriffe Einheiten da unten besitzen Fähigkeiten, Leichen zu verzehren, genau, um gesunde wiederherzustellen. Wir haben jetzt Arthas, den Todesritter. Sprecht, Dummkopf! Und dieser verfügt über diesen Todesmantelangriff. Das ist praktisch so ein Schuss, der Schaden macht. Aber auch untote Einheiten um 200 Trefferpunkte heilt. Vorsicht! Endlich! Ah, So, endlich. gehen wir erstmal rechts lang. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Weil am Anfang, wie Das gesagt, ist ist es schon immer besser. recht schön, wenn man sich ein Ah, bisschen umguckt. endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Frostmourne hat Hunger. Und vor allem, wie kann man denn Ah, jemals auf endlich. Prachtmeer oder Das ist auf schon besser. Frostgram, Endlich. auf diese deutschen Namen, wie kann Das man ist da schon besser. jemals drauf? Verstehe ich auf keinem Auge. Was ist es diesmal? Ist das Kehl? Der hier? Nein, das ist nicht Kehl. Das ist Tyrondrius. Endlich. Ah, endlich. Seid gegrüßt, großer Lord. Kel'Thuzad, unser Meister, tat uns eure Ankunft kund. Kel'Thuzad? Woher konnte er wissen? Seid wachsam. Wenn das Stadtvolk eure untoten Begleiter sieht, ruft es die Wache, um euch aufzuhalten. Sprecht, Dummkopf. Okay. Endlich. Ah, endlich. Also müssen wir ja wenigstens nie hier Endlich. unterwegs sein. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Erbarmen, Milord. Die Das ist schon Verdammten besser. stehen bereit. Ah, endlich. Prinz Arthas, zu den Waffen! Ja, Kapitel 1 dauert das ein bisschen.
Aber, wie man sieht, die laden sich jetzt hier so ein bisschen an den Leichen und teilen sich dadurch. Sehr nachhaltig, diese Goods. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist schon besser. Besucht die hiesigen Friedhöfe. Die dort Begrabenen werden euch gut dienen. Okay. Das ist schon besser. Gut. Ah, guck mal hier. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Gut. Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr leiden. Das war zum Beispiel jetzt ziemlich dumm. Vorsicht. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Endlich. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Was ist es diesmal? So. Sprecht, Dummkopf. Gut. Irgendwie spinnt bei mir zurzeit der Stream. Liegt aber eher an meiner Leitung. Das Spiel ist echt super. Und nur die permanenten Sätze des Charts nerven ein bisschen. Ja, das stimmt. Ab und zu nervt's. Meine Sehkraft gehört euch. So. Wir haben jetzt hier einen Schemen. Und mit dem müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen die Lage auskundschaften. Ja, die Patrouille, die besteht noch aus einem Mann, die können wir mal ganz kurz überfallen. Dann haben das wir ist schon besser. Mehr im Sack. Eigentlich hätten wir die auch umgehen müssen. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Sehr gut. Was muss offenbart werden? Bevölkerung. Ich schau mal rein. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Endlose Pein wird euch erwarten. Ah, endlich. Die Verdammten stehen bereit. Frostmourne hat Hunger. Ich werde eure Augen sein. Vorsicht. So. Jetzt werdet ihr leiden. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Schon wieder die kleinen Gimmicks drin. Das ist schon besser. Ich liebe das. Frostmourne hat Hunger. Was muss offenbart werden? Ich gehe ungesehen. Ich schau mal rein. Mal sehen. Alles soll offenbart werden. Ich gehe ungesehen. Alles soll offenbart werden. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Endlich. Das haben die beide Holz gesammelt, ja, weil diese Ghouls sind auch für die nicht nur zum Kämpfen geeignet, sondern auch zum Holz holen sozusagen. Endlich. Die Toten sind auferstanden. Frostmourne hat Hunger. Für den Lichtkönig. Wie konntet ihr euren eigenen Vater ermorden? Ey, hab einfach ausgeholt. Einfach ausgeholt mit dem Schwert hab ich. Kotzen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Vorsicht. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. So, okay. Endlich. Also, eigentlich hätten wir mit diesen Schemen diese Patrouillen umgehen müssen. Das haben wir leider verkackt. Was soll's? Jetzt haben wir freie Bahn und können wir direkt. Endlich. Die Verdammten stehen bereit. Endlich. So. Meine Sehkraft gehört euch. Ich schau mal rein. Okay, da komme ich nicht vorbei. Vorsicht. Was muss offenbart werden? So, wo ist dieser Friedhof? Dieser besagte Tolle?
Ich gehe ungesehen. Was haben die denn für ein Problem? Ah, die sparen sich soll einfach so. Offenbart werden. Peng, peng. Ich gehe ungesehen. Ich schau mal rein. Mal sehen. Ich schau mal rein. Aber hier ist zumindest alles mal soll offenbart werden. Ein geheimer Weg. Das ist ich schon mal gut. Schau mal rein. Aber wo ist dieser Friedhof, von dem sie da sprechen? Sprachen, Spruchen. Wegen, da hat doch gesagt, ja, die Untoten beim Friedhof werden euch treu dienen. Ja, welcher Friedhof denn bitte? Friedhof, den ich hier hinterlassen habe, oder was? Na gut, auf Sprecht, jeden Fall Dummkopf. Gibt es einen Geheimgang hier links. Hat Hunger. Endlich. Oh, bitte nicht. Ah, endlich. Endlich. Ah, endlich. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Erbarmen, ah, mein Milo. Leben endlich. Für Ner'zhul. Endlosigkeit wird euch erwarten. Endlich. Erbarmen, Milord. Für den Lichtkönig. Die Untoten sind zurückgekehrt. Jetzt, Frostmourne. Das ist schon besser. Ah, endlich. Ja, ja. Frostmourne hat Hunger. Nein. Ah, endlich. Endlich. Scheiße. Die Untoten. Ah, endlich. Schlag Alarm. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Lass mich in Ruhe. Ah, lass mich in Ruhe. Endlich. Boah, das ist ja wie Olli bei Hitman, echt. Ah, endlich. Das ist schon besser. So, komm, ah, da ist der Friedhof, oder? Endlich. Ja, nein. Frostmourne hat Hunger. Jetzt leiden. Endlich. Ah, endlich. Scheiße. Wo ist dieser Friedhof? Da ist ein Friedhof. Ah, endlich. Ich habe Glück. Diese Gräber sind noch frisch. Im Namen des Lichtkönigs, stehet auf und wandelt. Aha. Was ist das diesmal? Ja, Kacke, hä? Kacke. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. So, Mann. Zack. Ah. Richtig endlich. Gut. Frostmourne hat Hunger. Vorsicht. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Das ist schon besser. Für den Lichtkönig. Ja. Endlich. Das ist schon besser. Die Verdammten stehen bereit. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Jetzt können wir es auch wieder zurückwagen. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Wir werden auf jeden Fall mal die Mission ein bisschen komplexer. Endlich. Das heißt, sehr viel kürzer dauern als vorher werden sie auf jeden Fall nicht. Endlich. Aber das bringt auch den Spaß. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Jetzt, Frostmourne! Das ist schon besser. Ich lebe nur, um endlich euch zu dienen, großer Lord. Frostmourne hat Hunger. Okay. Ah, endlich. Die grüßen sich immer noch. Endlich. Sehr gut. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Endlich. Frostmourne so. Hat Hunger. Endlich. Das Frostmourne ist schon besser. Hungers. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Ich beuge mich eurem Willen. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Ah, endlich. So, haben wir hier links Frostmourne hat Hunger. Bestimmt, oder? Das ist schon besser. Aha. Endlich. Ich lebe nur, um euch zu dienen, großer Lord. Endlich. Der lebt da allein im Wald mit seiner Frau. Frostmourne hat Und die verlässt Hunger. Er jetzt einfach. Ah, endlich.
Frostmourne hat Hunger. Ja, noch mal nur, um euch zu dienen, endlich. Großer Lord. Das ist schon besser. Endlich. Das ist schon besser. Also vor allem, verstehe ich nicht. Hier steht Heiltrag 1 und hier steht nochmal Heiltrag 1. Warum kann man nicht Heiltrag 2 machen und 1 Platz sparen? Geht das nicht? Frostmourne hat Hunger. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Dann rennen wir mal hier. Die ganze Schutt hier ein. Oh Gott, ey, bin ich langsam müde. Die Verdammten stehen bereit. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Frostmourne hat Hunger. So. Ja, ausfallen lassen, Ohrenheiltrank. Frostmourne hat Hunger. Gut, so schnell sterben will ich, also jetzt dann die nächsten. Die Untoten sind zurückgekehrt. Endlich. Die Toten sind auferstanden. Jetzt, Frostmourne! Ihr habt uns alle verraten. Ohne Gleichen sein. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Was liegt an? So, jetzt frisst erstmal ein paar Leichen. Die abgefuckten Viecher, ey. Ach Gott, ey. Bin ganz ausgehungert, meine kleinen Gule. Was ist es diesmal? Vorsicht! Erbarmen, Milord! Ich lebe nur, um euch zu dienen, großer endlich. Lord. Endlich! Endlich! Das ist schon besser. Endlich! Endlich! Das ist schon besser. Die Untoten! Endlich! Die Untoten sind zurückgekehrt! Jetzt werdet ihr leiden. Das ist schon besser. Für ich den Licht. Voll auf die sneakige Kacke, ne? Total. Ey, schick bitte die Schemen voraus. Frostmourne hat Hunger. Ja, ich glaube, ich denke mir. Endlich. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Ja. Gewöhnt euch lieber dran, Freunde. Das wird noch ein bisschen aufgekommen. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Ja. Frostmourne hat Hunger. Mein Leben für mehr endlich. Jetzt, Frostmourne! Das ist schon besser. Ist ja auch noch Akku drin. Endlose Pein wird euch erwarten. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Jetzt, Frostmourne. Endlich. Endlich. Das ist schon besser. Moosspachtel. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Fast wieder eingepennt endlich. Hier. Mein die Gott. Das ist schon besser. Schlag alle Halt's Maul, ey. Jetzt! Die schon alle umgebracht. Ich liebe endlich. Diese Sprüche. Die sind göttlich. Das ist schon besser. Es weckt einfach Nostalgie, wie gesagt. Ihr habt es einfach erlebt und. Endlich. Ja, Dachkalt muss Kinder endlich. Abschlachten. Das wär's ja noch. So. Frostmourne drei fehlen noch. Hunger. Dann haben wir es geschafft. Endlich. Hilfe. Und dann hol ich mir erstmal einen Kaffee. Die Toten sind zurückgekehrt. Toten sind jetzt, Frostmourne. Wachen! Endlich. Wie man das doch so dumm macht, ne? So, endlich. Die Toten sind auferstanden. Die Untoten. Endlich. Scheiße. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Frostmourne hat Hunger. Total klasse. Jetzt! Ihr solltet in der Hölle schmoren. Halt mal dein Lapp, Alter. Ihr redet schon mit mir. Hüte deine Zunge. Vorsicht. Weißt du, der ist fast tot oder läuft uns so hinterher? Schau. Das ist schon besser. Ich lebe nur, um euch zu für den Lichtkönig. Der Lichtkönig. Endlich. So, zwei Stück noch. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Hm. Endlich. Endlich.
Meine Sehkraft gehört euch. Hab ich welche vergessen? Ich gehe ungesehen. Sprecht, Dummkopf. Nee, einer fehlt noch. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Hier. Das ist schon besser. Ah, endlich. Endlich. Vielleicht hier? Das ist schon besser. Endlich. Das ist schon besser. Nee, da war ich gerade. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Was muss offenbart werden? Alles soll offenbart werden. Mal sehen. Ich gehe ungesehen. Irgendwo habe ich einen scheiß Akolyt liegen lassen. Verdammte Scheiße. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, da ist er. Endlich. Wunderbar, da haben wir doch einen. Die Verdammten stehen bereit. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Sehr gut. Und damit haben wir 20. Yay. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Was nutzen uns diese Kultanhänger jetzt? Sie unterstützen euch bei eurer nächsten Mission. Und die wäre? Ihr geht nach Andorhal und bergt die Überreste des einstigen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad. Okay. Das heißt also, der Kult der Verdammten, der ja praktisch der erste Kult war, Untotenkult, der praktisch zu Arthas Lebzeiten gegründet wurde. Nicht etwa die Geißel, die der Lichtkönig befehligt, sondern tatsächlich der Kult der Verdammten, soll ins Leben zurückgerufen werden, zusammen mit dem Nekromanten Kel'Thuzad, den wir ja getötet haben. Das heißt also, den wir jetzt getötet haben, müssen wir jetzt irgendwie wiederbeleben. Und das wird unsere nächste große Mission sein. Machen wir aber im nächsten Part weiter mit dem Olli von den Aufregers. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.